Herzlich willkommen, mein lieber Steinbock, zu deiner kurzen Tarot-Wochenbotschaft. Ich schaue heute auf die Woche vom 8. bis zum 14. April und ich schaue, was dich stärkt und was dich schwächt in dieser Woche. So, was dich stärkt, ist eine Luftenergie. Ich erkläre gleich die Karte, wenn eine zweite daneben liegt. Ah, sehr schön. Okay, super. Also, wir haben hier eine Karte auf der Erschwächtig-Seite, wo das Herz durchbohrt ist. Liebeskummer, Schmerz, Kummer, verhakelte Stimmung. Manchmal zeigt diese Karte eine gewisse Melancholie. Ich bin vielleicht auch ein bisschen pessimistisch. Ich bin mal verletzt worden. Das Ganze schwingt vielleicht auch noch mal ein bisschen nach. Aber das sollst du tatsächlich in dieser Woche nicht machen. Ne? Was du tun solltest, das ist eine schöne Karte. Königinnen stehen immer für das Rollenbild, was ihr einnehmen sollt. Egal, ob ihr männlich, weiblich, divers oder sonst was seid, ihr seid hier die Königin der Schwerter. Und sie zeigt auf der einen Seite eine Luftenergie, auf der anderen Seite steht sie auch für kreative Lösungen. Sie steht für einen guten Verstand. Sie kann ihre Emotionen zur Seite schieben. Sie ist quasi so jemand, der über den Wolken sitzt und das große Ganze betrachten kann, sich nicht in einem Schmerz verliert, sondern vielleicht das Ganze auch mal kühl und nüchtern analysiert, damit sie dann selber auch irgendwie weiterkommt. Ja, das ist manchmal oder das ist eigentlich immer total schwer, die eigenen Emotionen mal zur Seite zu schieben, aber es erfordert ein gewisses differenziertes Denken und kann wahnsinnig gut helfen bei gewissen Dingen. Ja, was ich euch nochmal zeigen möchte. Wir haben hier diese Wolken, ja, die sind hier über dem Herz, es regnet, hier ist tatsächlich eine ganz, ganz verhagelte Stimmung, die Sonne kommt nicht durch, weil Wolkendecke ganz, ganz doll dick und wir haben hier dieses Herz mit den Schwertern. Königin der Schwerter sitzt über den Wolken. Ja, sie kann hier den Sonnenschein sehen, ja, der nicht durch die dicke Wolkendecke durchkommt. Sie kann über die Wolken sehen und kann dadurch irgendwie das große Ganze wahrnehmen. Deswegen liebe ich Tarot, weil einfach das so eine eindeutige, interessante Bildsprache ist. Und wie gesagt, einfach so dieses, sie sitzt da drüber, ne? Sie hat vielleicht auch eine übergeordnete Rolle eingenommen bei einem Thema, was sie zwar doll verletzt hat, aber sie steht langsam drüber. Ja, so meine Lieben, das war eine spannende Legung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es gerne. Wenn ihr glaubt, jemand soll das sehen, dann teilt es sehr gerne und natürlich lasst auch gerne ein kostenloses Abo für meinen Kanal da. Meine Lieben, macht's euch schön, bis zum nächsten Mal.